Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Vlog. Heute ist Montag und die Woche beginnt. Ich wünsche euch eine richtig tolle neue Woche. Eben als ich mein Halblife-Video gedreht habe, habe ich den Schreck meines Lebens bekommen, denn es war richtig stark bewölkt und es war überall dicht und zu. Und da habe ich dann gedacht, nein, die armen Jungs, jetzt sind sie ohne Sonne, obwohl sie doch extra hier zu uns nach Alanya gefahren sind. Ja, aber die Sonne, auf die ist Verlass in Alanya. Die kommt immer wieder durch. Ich freue mich und ja. Die Jungs sind gestern Abend angekommen um 3:30, 4:15. Ich habe da aber irgendwas im Pool gesehen. Da würde ich mal gucken, was ist denn das da drinnen, sag mal. Das ist irgendwas schwarz. Ich dachte erst, es sei ein Tier oder so. Weiß ich nicht, aber die Fliesen sind alle raus. Ja, und dann haben wir uns noch bis um 5:05 oder so saßen wir dann hier noch und haben uns unterhalten. Und ja, das war richtig schön. Es ist alles gut gegangen, sind gut angekommen. Aber mein großer Sohn hat leider richtig starke Ohrenschmerzen gehabt beim Flug. Wie Messerstiche hat er erzählt, das soll richtig unangenehm gewesen sein. Naja, nachdem er dann nach Hause kam, ging es ihm besser. Aber er ist so ein bisschen kränklich. Also ich hoffe, dass es ihm wieder besser geht und dass wir nachher oder dass sie dann einen schönen Urlaub verbringen werden. Das würde mich riesig freuen. Krabbeln schon wieder immer all die Ameisen, ne? Leute. Na gut, ich habe schon Kaffee gekocht, bin eigentlich nur einmal herausgekommen, um euch hier in dem schönen Umwelt einmal begrüßen zu können. Nachbarin hat gehustet den ganzen Morgen über. Da habe ich auch schon gedacht. Nein. Oh Leute, ich habe überall Ameisen. Ne? Das ist doch nicht wahr. Ich habe auch Ameisen in meinem Badezimmer. Da muss ich auch unbedingt mal gucken, warum die denn da hingekommen sind. Jetzt sprechen wir mal wieder ein bisschen leise. Damit wir niemanden wach machen. Ne? Die sind sicher noch richtig müde. Wie gesagt, wir sind ja erst um. Wir haben so lange geredet. Ich glaube, 5:45 sind wir eingeschlafen oder ins Bett gegangen heute Morgen. So, jetzt hole ich mir mal meine Decke. Und dann werden wir uns da hinsetzen. Ja, zum Glück ist aber alles gut gegangen. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht, als ich gehört habe, dass es ihm nicht gut ging, ne, beim Flug. Da habe ich gedacht, scheiße, das ist ja echt nicht schön. Aber ich habe das auch schon mal gehabt beim Flug, dass ich so starke Ohrenschmerzen hatte. Aber ja, wird hoffentlich wieder besser. So, jetzt, ja, wie gesagt, also die Suns, meine Söhne, sind angekommen. Mama ist richtig glücklich. Da ist übrigens das Mietauto, was sie sich geleistet haben. Dickes Ding, der war doch logisch. Naja, und Dann gucken wir mal, was wir heute unternehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Strand fahren, weil ja, das ist ja nun mal so der Klassiker, ne? Wenn man in Urlaub fährt, dass man auch zum Strand geht. Und da bin ich dann mal sehr gespannt und werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Vlog. Jetzt muss ich mich aber erstmal hinsetzen und den Vlog von gestern einmal vollständig durch operieren, hätte ich fast gesagt, durchschneiden für euch, alles öffentlich stellen, dann habe ich heute nämlich frei, sozusagen, da muss ich nicht mehr mich um die Einstellung der Videos besorgen oder sorgen, weil ich glaube, wenn die erstmal alle wach sind, dann schaffe ich das alles nicht in Ruhe. Deswegen mache ich mich an die Arbeit und euch ganz viel Spaß im Laufe des Tages. Guckt mal, wer da ist, um zu betteln. Ja, du bist ein Schlingelputz, ne? Guck mal den Bauch an, ist die nicht schwanger, Leute? Guckt euch mal den Bauch an. Hast du Hunger? Soll ich dir was geben, du süße Maus? Hm? Hast du Babys im Bauch? Hm? Sag mal. Hast du Babys im Bauch? Man weiß es nicht. Ich gebe ihr mal was. Wo ist sie denn jetzt wieder hin? Mensch. Da sitzt sie. Da sitzt sie. So süß. So, da habe ich Madame was zu fressen gegeben. Cool. Ja, hast du ordentlich Hunger, ne? Hast du ordentlich Hunger? Oh Gott. Ja. Komm extra vorbei morgens, um zu betteln. Ne? Dann gucken sie mich ganz groß an und warten, dass es was zu fressen gibt.
solche Schlingel. Ja, mein Sohn hat da sein Wasser liegen lassen gestern Abend. Ich glaube, es müsste eigentlich noch gut sein, aber er hat es in den Schlangenkram reingestellt da. Na du, oh Gott, heute Hunger. Ja, eine Zuschauerin sagt ja auch, ich solle Türkisch sprechen, vor allen Dingen mit den Hunden. Ja, das wohl wahr, ne? Die können kein Deutsch. Da habt ihr wohl recht. Ich muss Türkisch mit denen reden. Ja, guck mal. Hast du Hunger? Ja. Ich spreche Deutsch. Die müssen alle Deutsch lernen hier bei mir. Süß. Ja, ich bin weiter am Schnitt, wie ihr seht. Und schon wieder ordentlich müde. Ich habe meine Vlogs durchgeschnitten. Ich habe nur noch den letzten Teil. Den werde ich jetzt auch nochmal machen. Katzi hat sich gedacht, ich sag mal der Wurstmama Hallo. Und deswegen habe ich meine Arbeit mal kurz unterbrochen. Meine Kinder haben mir was mitgebracht. Ist das nicht schön? Ja, das haben sie mir geschenkt, weil ich ja auch wahrscheinlich immer gesagt habe, dass ich keine, dass ich meine Kamera nirgendwo hinstellen kann. Jetzt haben sie mir so eine Geschichte mitgebracht von Yendili. Ich habe mich echt richtig drüber gefreut, weil das ist genau das, was ich eigentlich haben wollte und mir ja auch schon selber immer angeguckt habe. Da kann man sich nämlich, die Kamera verfolgt einen quasi mit der 360-Rotation. Face-Tracking macht sie und man kann es horizontal oder auch vertikal stellen. Und es macht auch ein Body-Tracking, also ist genau das, was ich alles richtig gut finde. Jetzt hoffe ich auch, dass das gute Stück funktioniert. Und ich dachte, wir machen kurz mal so ein Unboxing. Schauen wir mal. Ich hatte sowas ja schon mal. Das hatte ich auch bei Emma vergessen, aber das hat überhaupt nicht richtig funktioniert. Deswegen hoffe ich mal, dass das gute Stück jetzt mehr macht und so funktioniert, dass es auch, das kann man auch mit der Fernbedienung mit Bluetooth bedienen. Das ist alles genau das, was ich wollte. Vielen, vielen lieben Dank. Was ist denn das? Ist das ein Akku oder wahrscheinlich, ne? Muss ich mich mal ein bisschen durchlesen hier. Da gibt es ja eine ganze Menge Geschichten. Da muss man sich erstmal ein bisschen hier mit vertraut machen mit der ganzen Sache. Es sind wahrscheinlich zwei Akkus, die das beinhaltet. Also wirklich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, meine Süßen. Und nun werde ich mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich werde es wahrscheinlich aufladen müssen, denke ich mal. Und muss man erstmal gucken, wie man das Ganze macht. Ja, im Benutzerhandbuch ist auch in Deutsch noch. Das ist auch gut. Da muss ich mich mit Englisch abmühen. Und so ist das Ganze hier. Also einschalten, drücken Sie den Netzschalter, blaue Licht ausschalten und Netzversorgung, Netzschalter. Ja, muss man erst einmal an den Strom anschließen, würde ich mal sagen. Ja, mal schauen. Ich werde mich da mal mit beschäftigen und dann kriegen wir das Ganze schon hin. Leute, also das Wetter hat sich zwar ein bisschen, es kommt ab und zu die Sonne raus, aber es ist wirklich, ist bedeckt, ne? Tja, also es ist auch richtig windig, aber warm, also das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube auch, dass die hinten am Strand Sonne haben, dass nur wir hier in den Bergen so ein bisschen kühler gelegen sind. Aber ich wollte euch eigentlich die Ameisen zeigen. Oh mein Gott, guckt mal, was die mit dem Futter machen. Guckt euch, wie die an das Trockenfutter gehen, die Ameisen. Das ist doch richtig nicht schön, oder? Tja, hilft nichts. Die haben auch Hunger. Was soll's? Hat sie mich ganz aufgefressen. So ist ja auch so ein bisschen ängstlich, was Skorpionen und Schlangen betrifft und so. Und dann hat er mich gestern gefragt, Mama, was machst du denn, wenn jetzt hier eine Schlange kommt und du ganz alleine bist? Habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass es nicht eintritt. Aber man weiß es ja nie, ne? Und Skorpione sind hier auch, die kommen auch ins Haus, ne? Also ich sehe ja immer wieder in den Nachrichten, dass die Skorpione auch ins Haus kommen. Deswegen, also es ist alles nicht so ungefährlich hier, ne? Das merkt man dann immer wieder, wenn dann neue Kinder kommen, die sich dann mit diesem Problem dann beschäftigt haben, ne? Schlangen und Skorpione und all so ein Kram, ne? Skorpione finde ich fast noch schlimmer, weil die kommen ja überall hin, ne? Das sind ja so kleine Dinger.
Ah, ich weiß auch nicht. Also hätte ich den Hausgecko wahrscheinlich lieber im Haus lassen sollen. Ich weiß es nicht. Leute, naja, darf man nicht so viel drüber nachdenken, ne? Genau, ich habe jetzt, wie gesagt, das geunboxed und habe das an den Strom dran gemacht. Aber mit diesen Dingern bin ich noch nicht so ganz klar gekommen. Da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Ich weiß, dass das eine Kabel muss an das Gerät direkt ran und die müssen an den Akku ran. Und ich glaube, das sind ja dann Akkus. Aber wie ich die Akkus in das Ding reinkriege, das habe ich noch nicht rausbekommen. Da müssen wir uns nochmal mit beschäftigen, aber nicht jetzt. Ich muss ein Video drehen. Ich bin hier schon mit meinem Abrechnungskram am Werk, weil ich habe mein Wochenvideo noch nicht abgedreht für meine Finanzakademie, wo ihr unbedingt reingucken solltet. Dort werdet ihr erfahren, was ich alleine als einzige Person hier in der Villa in einer Woche ausgegeben habe. Ne? Denn seit Jimmy weg ist, sind jetzt, was haben wir? Wir haben Montag, also sind 10 Tage vergangen. Ich habe aber eine Woche genommen. Ja, die letzten beiden Tage habe ich natürlich in die neue Woche reingerechnet. Und was ich in einer Woche ausgegeben habe, müsst ihr euch auf meiner Finanzakademie unbedingt angucken. Das ist nämlich sehenswert. Und genau, das mache ich jetzt mal eben, drehe ich mal eben ab. So, ich bin jetzt dabei, Frühstück zu machen. Und ja, werde schon mal soweit alles hinlegen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Baustellenleute sind ordentlich am Musik hören. Ja, mein Sohn ist jetzt einmal noch mal kurz runtergefahren. Er will noch so Kaffeeweißer holen. Trinkt immer Kaffeeweißer. Deswegen ja, muss das einmal kurz besorgt werden. Und dann würde ich mal Frühstück machen. Ja, Kaffee habe ich schon ordentlich getrunken. Es ist ungefähr 12:30. Und ja, bin jetzt mal so am Überlegen, was ich mache. Ich werde Eier braten und ja, Eier braten, bisschen Käse hinlegen und Marmelade, Honig, halt was man so nimmt. Ne? Ich habe gesagt, man soll ein bisschen Brot holen, frisches Brot, aber wir haben ja auch, ich habe ja gekauft, also insofern wird schon. Oh, wir sind jetzt schon am Abend. Wann habe ich mich zuletzt bei euch gemeldet? Ich glaube, heute Mittag. Wann war das ja? Also wir haben den ganzen Nachmittag damit verbracht, zu schwimmen, mit der Familie zu reden, zu quatschen. Jetzt haben wir nochmal am Telefon mit der Familie gesprochen, haben nochmal einige Dinge geklärt. Jetzt reißt mein Sohn da die Bäume ab, die da zu viel. Wann hast du eine Schere gefunden? Ja, eine normale Schere. Ja, naja, und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich in die Stadt gehen und da hinten ist jetzt auch die Besitzerin wahrscheinlich von dem Hund, den wir letztens hier getroffen hatten, den Kleinen, wo ich mir so Sorgen gemacht hatte, dass der keinen hat. Also das sind tatsächlich da wahrscheinlich so eine Gemeinschaftsbetreuung, weil das sind immer andere Menschen, die den Hund jetzt bringen, die den da Gassi. Das sind wieder ganz andere, also ich habe auch keine Ahnung. Aber auf jeden Fall steht sie und bewacht ihren Hund, dass er sein Geschäft erledigt. Also ist er ja auch versorgt auf jeden Fall. Ja, jetzt hat mein Sohn die Dinger abgerissen da, beziehungsweise mit einer Schere abgeschnitten und ja, hat das da hingelegt, bringe ich nachher zum Müll. Die Katzen sind auch die ganze Zeit in Aufregung. Wir haben denen nämlich so Leckerlis gekauft und da sind die richtig scharf drauf. Jetzt haben wir hier eine Katzenplage schon fast. Katzenleckerlis haben die jetzt tatsächlich so selten. Da sind die ganz scharf drauf. Ja, eine liegt jetzt hier, aber meine Katze auf dem Tuch wieder. Richtig süß, na, die hat ihren Platz gefunden, da schläft sie dann öfters. Genau, und der andere Hund, der ist dann, den ich euch gezeigt hatte, der ist da vorne und wird von einer Türkin jetzt sozusagen, die spricht Türkisch. Ich dachte, das ist eine Russin, aber die werden bestimmt gemeinschaftsbetreut, weil letztes Mal war das eine russische Familie, die ihn Gassi geführt hat. Ja, das gehört wahrscheinlich der Anlage, der Hund, denke ich mal. Sonst wären das ja nicht immer verschiedene Leute, die ihn betreut haben. Und die ruft ihn ja zurück und kümmert sich ganz lieb um ihn. Also denke ich mal, dass er da auch betreut wird. Oder die haben ihn aufgenommen, das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Naja, meine Lieben, wir werden jetzt gleich jedenfalls in die Stadt fahren. Ich wollte mich mal kurz zurückmelden. Ich hatte euch ja schon vorgewarnt, dass das ein bisschen schwierig wird jetzt hier mit den ganzen Filmen. Aber ja. Wir haben übrigens Strombekommen. Der Strommann war heute hier, der hat
gesagt, dass er rein wollte, aber die Tür war ja abgeschlossen, habe ich ihm die Tür aufgemacht und dann ist er schnell rum, hat geguckt, es sind 800 irgendwas Taler musste ich bezahlen. Ein Glück, nicht so viel, aber ich war ja auch wirklich sehr, sehr sparsam. Jetzt habe ich noch Angst, wie die nächste Stromrechnung wird, weil ja, wir ja 20% Stromerhöhung haben hier in der Türkei. Muss man mal gucken, dann wird es wahrscheinlich im nächsten Monat so um die 70, 80 Euro werden, weil 800 Taler macht ja so ungefähr um die 50 Euro im Moment. Ja, mein Lieben, also wir werden dann gleich losfahren. Das ist ja unser Mietauto, das haben die Jungs sich geholt. Und die haben sich extra jetzt kein so altes Auto geholt, weil sie Angst hatten, dass da in irgendeiner Art und Weise eventuell, ja, dass da irgendwie ein Schaden auftritt und sie mitten auf dem Weg stehen bleiben oder so, weil wir wollen ja ein bisschen was machen. Haben wir ein bisschen was vor. Morgen, also grundsätzlich will ich mal so viel verraten, haben die Jungs hier geschäftlich ein bisschen was in Planung und da wollen sie dann ja so ein bisschen eine Tour machen und da werden sie mich dann mitnehmen. Aber was genau, das werde ich euch vielleicht mal nochmal in einem extra Video darüber berichten. Morgen werden wir jedenfalls eine Angeltour machen. Wir werden also mit diesen Schiffen, die da alle am Hafen liegen, einmal fahren. Das haben die Jungs gebucht und da werden wir dann angeln. Also da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass der Wind nicht so doll ist und das nicht so doll wackelt, weil heute Morgen war das echt richtig, war das richtig knifflig. Wir werden also um 7.30 Uhr abgeholt und werden dann morgen früh auf die Angeltour gehen. Ja, und wie gesagt, jetzt gehen wir in die Stadt. Ich werde auch heute nicht wässern, weil es ist noch relativ feucht. Guck mal, es ist noch ganz schön nass. Und ja, die Katzen haben ordentlich heute zu fressen bekommen. Die haben Leckerli en masse bekommen. Da hätten wir eine Katzenplage. Echt, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Katzen waren hier. Alle verschiedene, auch eine ganz kleine Babykatze war da. Also das Leckerli haben die wohl von weitem gerochen. Wir waren im Pool. Mir war der Pool ein bisschen zu kalt heute. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen geschwommen, nicht so viel. Dann habe ich geduscht und ja, jetzt duschen die Jungs und dann, wie gesagt, werden wir uns auf den Weg machen. Es wird ja auch schon dunkel. Gegessen haben wir auch nicht, weiß ich nicht. Werden wir wahrscheinlich dann draußen machen. Und dann werde ich ein bisschen mitfilmen. Ja, das war ein sehr schöner Tag. Die Jungs sind ja auch relativ spät aufgestanden. Und dann waren wir am Pool, haben Frühstück gemacht und haben uns unterhalten. Ja, dann haben wir Kaffee getrunken und Chips und so gegessen. Dann haben wir eben mit meinem Mann noch mal lange telefoniert. Also da war auch noch einiges Geschäftliches zu besprechen. Unter anderem auch, was wir hier jetzt machen. Hier wird, wir hatten ja auch Planungen hier im Haus. Das wisst ihr ja, wir wollen noch ein paar andere Dinge auch außerhalb von Alanya uns anschauen. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen weiter fahren. Deswegen brauchen wir auch das gute Auto. Und da werden die Jungs also ein bisschen ja, für ihre geschäftlichen Aktivitäten ein bisschen hier sich umhören, ein paar Informationen sammeln und eventuell dann auch nochmal die Architekturgeschichte von meinem Sohn anerkennen lassen. Aber wie gesagt, ich werde da nochmal ein Video zu machen und euch so ein bisschen mit auf dem Laufenden halten.